Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt Mathilde in der, tja, wie nennen wir die Höhle hier? Wasserpalast hier, ne? Ja. Mit komischen Aquamännern und Peniswürmern. Wir springen jetzt hier runter und kriegen nochmal schön Damage. Da müssen genau. Und es geht, glaube ich, schon los. Warte, ich gebe dir nochmal kurz Pfeile. Ich habe gerade Heiltrank genommen. Weil ich dachte, die greifen gleich an. Oh, da kommt Riesenfisch. Ich bin euer Herr, euer Karpfen. Alter, ist er riesig. Müssen wir gegen ihn kämpfen? Das ist eine Moräne. Keine Ahnung, ist ein Fisch. Oder so. Scheißviech. Müssen wir dagegen kämpfen? Oh Mann, das wird jetzt ein Kampf, du. Nein, nein. Bist du da? Ich nehme mir die Giftpfeile, ne? Oh ja, ja, Imhotep. Versuchen wir erstmal dieses Kleinzeug anzulocken. Erstmal den rechten. Okay. Von den kleinen Lutschern da. Ah, ich bin fest. Lutscher 1 besiegt. Okay. Dann machen wir dasselbe mit Lutscher 2 links daneben. Ja. So, mehr Pfeile verschwende ich für Lutscher 2 nicht. Weil ich will meine Giftpfeile. Ey. Ja, aber ich will da jetzt auch nicht hinrennen. Alles gut. Der schießt auf mich. Ich habe mein Schild. Alles gut. Ich brauche kurz Ausdauer. Ja, alles gut. Aha, kastriert. Okay, ich guck mal vorsichtig nach links und rechts, ob da nicht irgendwelche Lutscher noch warten. Nein. Nee. Dann holen wir uns die nächst größeren. Okay, Lutscher in der Mitte. Jo. Mitte. Feuer. Oh, der hat Bock. Nein, nein und so. Wo seid ihr? Imhotep steht da, nichts tun. Er überlegt, wie er angreift. Oh, soll er doch. Nein, nein, ist aber nicht hier, das kotzt mich gerade an. Hast du ihm schon gesagt, dass er angreifen soll? Ja. Okay. Jetzt ist er da. Jetzt geht's los. Nein, nein, kämpf mal, ich muss mir kurz den Sack kraulen. Mach doch mal was da. Da muss ich selber machen. Der mega Blub-Blub-Kampf. Ja! Kämpfe, Erlöser, kämpfe! Du alter Fischköttel. So, den grünen oder den blauen anlocken? Erstmal den linken, ja. Also den grünen? Ja. Auf die Beine! Wer weiß, was da noch hinterherkommt. Naja. Kann ja sein, dass dann gleich nochmal 10 Gegner kommen oder so. Ja, ja, Kämpfe, Erlöser, Kämpfe. Ich kämpfe doch schon! Die Ausdauer. Ja, ich würde jetzt auch nicht mehr Pfeile für den mehr verschwenden wollen, weil ich die jetzt für den nächsten aufheben möchte. Also Giftpfeile mache ich jetzt. Ja. Ey, was macht er mit der Mathilde? Hör auf mit der Mathilde so Aua zu machen. Oh, er ist wieder festgepackt. Also ich finde es irgendwie schade, aber praktisch. Ja.
Weil wenn die sich alle bewegen würden und alle auf einmal angreifen würden, hätten wir ganz schön zu kämpfen. Ja, ja, aber dann wäre es wenigstens spannend gewesen. Wo ist das ja so? Ja, ich kann ja nichts dafür. Nein, alles gut. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ob die schon immer so scheiße waren oder erst so scheiße wurden. Keine Ahnung, das kann ich auch nicht sagen. Aber ihr habt ja schon so viel gespielt, ihr könnt uns das bestimmt verraten. Ja, wir wissen das. Ja, nein, nein, ist faul, ne? Wieso? Oh. Weil der da nur rumsteht und doof guckt. Jetzt macht er was. Sag den mal kurz, ob der was Schönes hat, ne? Ja, bestimmt Fischfilet oder so. Der Schuppen von Dagon, wofür auch immer die gut sind. Ja. Ah, stimmt, das hätten wir mit den anderen auch mal machen können, ja. Also, diese Schuppen gab es tatsächlich nur von dem. Wollen wir den nächsten anlocken? Oh, da gab auch verdorbenes Fleisch und Arme. Ja, ist ja noch der eine da, ne? Oh, siehst du, da ist noch ein Priester, der da irgendwie betet. Ja, der hat bestimmt 3 Köpfe oder so. Die sollen uns ja hier ablenken. Ich schick schon mal Nein Nein hin, ups. Wie getreu nicht zugelänglich. Geh da hin, da! Also Imhotep ist schon brav dabei. Muss ich den aggressiver einstellen? Ah, ist wieder festgebrannt. Nahkampf! Die Frage, ob der Typ, der da betet, ob man den ansprechen kann oder ob man den angreifen kann. Ja, man kann leider nicht einfach abspeichern und testen. Ah. Also ich bin ja in das Loch als erstes runtergesprungen. Ich finde, du probierst aus. Nee, schnitt schon. Warte mal. Komm noch mal an die Seite. Warte. Ohne Brunnen. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Okay, jetzt hatte ich die Schere und sie den Stein. Haha. Das gleiche hat es auch gehabt. Wir wollten einfach Schnick, Schnack, Schnuck. Hey, mein Getreuer ist aufgestiegen. Jo, da der letzte, ne? Jo. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Hey, du Leuchtemann, hallo. Oh, hier sind noch 2 andere. Und Ritualhüter ist bewaffnet und will kämpfen. Klingt aber komisch für eine Frau. Ja, 3 Todesköpfe. Klingt aber komisch. Aber 2 Typen sind da oben noch. Ja, die kommt ja erstmal alleine runter, ne? Ja, ja, aber irgendwie hängt die auch schon. Aber die hat 2 Dolche. Es ist halt, Dolche sind immer scheiße. Dolche tun immer weh. Imhotep, kümmere dich mal um die schicke Ritualhüterin. Ja. Attacke, nein, nein. Nicht in mir rumstehen. Geh raus, mir raus, du. Ah, die knien da immer noch. Oh nein. Ah, jetzt steht's auf. Omnibus Kopernikus.
Aber da ja die Hüterin nicht so viel macht. Gut, das ging ja jetzt auch auf einmal. Ja, die kämpfen zwar, also die haben zwar angegriffen, aber hören dann auf. Warum? Ich meine, die sind jetzt kein Hindernis. Diese Halle ist auf jeden Fall sehr cool, finde ich. Ja. Also ich finde, die sieht wirklich sehr geil aus. Ich frag mich nur, wie wir hier wieder rauskommen. Vielleicht durch das Wasserportal, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Indem wir in den Fisch reingehen. Na toll. Da steht da hier Jona oder was? Ah, die Typen haben hier einen Scheiß, ne? Also, was die drinne haben, ist Mist. Nein, nein. Vielleicht hat ja hier die Reatualhüter in irgendwas Schönes noch. Ich will ja nicht sagen, wir haben uns ja bisher nur die linke Seite von dem Tempel angeschaut, ne? Ja, ich weiß. Deswegen hoffe ich, dass wir nicht komplett zurückgehen, sondern nur irgendwie an den Anfang des Tempels oder so. Ja, wäre doof, wenn wir jetzt wieder irgendwo in der Wüste landen oder so. Goldstaub! Auge von Seth, nehme ich auch mit. Ey, warum geht das nicht? Ich habe die Augen von Seth. Cool. Das waren seine Augen. Oh, hier ist tatsächlich ein Portal in der Wüste. Oh, nee. Und links ist auch ein Portal. Gucken wir mal. Willst du mich verarschen? Das sieht nach einem Wald aus. Oh, nee. Also nee, irgendwie nee, nördlich. Nee. Hm. Ist hier oben noch was? Weil wir kommen auf jeden Fall nicht hoch. Wir können nämlich nicht klettern. Hey, du Mega-Fischi! Komm her, ich will dir die Fresse polieren. Das ist doof. Das finde ich auch. Aber ich fand jetzt den Loot hier auch echt erbärmlich. Ja. Die Augen von Seth müssen echter Scheiß sein. Der heiße Scheiß. Ja. Ist jetzt die Frage. Wüste oder Wald? Anders kommen wir jetzt nicht raus. Tja. Keine Ahnung, wo in der Wüste. Das kann ich auch nicht sagen. Ich sag Wüste. Du sagst Wüste? Wir können uns aufteilen. Du gehst im Wald, ich in die Wüste. Okay. Dann gucken wir, wer näher zu Hause ist. Okay. So, ich bin... voll im Anfangsgebiet. Oh, ha! Mein Ausgang war besser, ich bin nämlich direkt beim Boot. Oh, nee, geil, ey. Ja, weißt du was, dann komme ich wieder in deine Richtung, du kannst dich schon mal weitertauchen. Okay. Ich brauche jetzt eine halbe Stunde. Also wirklich eine halbe Stunde, das dauert ein bisschen. Hatten wir hier eine alte Basis? Da haben wir keinen Kartenraum. Ach, dann komme ich zu Fuß. Ich glaube, bis dahin bin ich hier wirklich durch. Ja, vielleicht ist ein zweiter Dungeon, keine Ahnung. Ich komme einfach mal in deine Richtung und dann sehen wir. Ach nee, auf euch habe ich jetzt keine Lust, ihr Kultisten. Ich laufe mal an euch vorbei, ne? Schön. Hier war man so lange. Ja, das ist dann gleich die rosarote Rückblickbrille, wenn man da auf einmal wieder lang geht, ne? Ja. So jung, so unerfahren. Ach, ihr seid ja putzig. Lasst euch mal am Leben. So, jetzt muss ich mal gucken, weil ich wette, ich muss das hier stufenweise machen. Oder ich gucke erstmal zu den rechten Dingern. Ich gehe jetzt einfach rechts rum. Weil wir jetzt alles auf der linken Seite gemacht haben und ich gehe jetzt einfach auf die rechte. Und wie ihr gesehen habt, haben wir die Bildschirme geswitcht, dass ihr jetzt mir mehr zuschaut.
oder? Haben wir das gemacht, Heinrich? Ja, haben wir bestimmt gemacht. Macht ja keinen Sinn, jetzt hier mir beim Laufen zuzugucken. Oh, oi, 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 was ist das denn hier? Okay, wir haben... Hey, ich frage mich, Alter, hä? Wir sind doch an den Gefangenen vorbeigegangen, da waren Kisten drin. Kommt man da rein? Braucht man da Schlüssel für oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt erstmal rechts rumgegangen. Ich bin jetzt nicht in den Dungeon gegangen. Und hier ist so ein geiles, keine Ahnung, Planetarium? Imhotep, wo bist du? Ah, viel Spaß beim Schnitzeln. Ja, ich hoffe, ich verschnitzel mich nicht. Wir sind ja alle einfach, denke ich mal. Oh, Schnauze, Kroko. Deine Mutter war ein Esel. Your father was... Nee, your mother was a hamster and your father smelled of elderberries. I fart in your general direction. Ah, die Animation von denen ist auch so ein bisschen kaputt irgendwie. Kaputt abgedatet. Ja, kann ja gut sein, dass jetzt immer mit dem neuen Update sich da auf das neue Update und die neue Map konzentrieren und das alte erbringen. Weil das neue bringt ja Geld und das alte ja nicht mehr. Kann ja sogar sein, also bei manchen Grundspielen ist es halt so, dass du die dann irgendwann kostenlos irgendwie über das Steam und Co. kriegst zum Anlocken. Könnte ja hier auch der Fall sein. Das hatten sie bei Elite Dangerous dann auch so irgendwann gemacht. Hat das Spiel, was ich mal für 60 Euro gekauft habe, irgendwie nach ein, zwei Jahren oder so 5 Euro gekostet. Dann haben die das Geld nur mit den Updates gemacht. Damit du die besseren Waffen und Schiffe hast. Na, aber komm, letztes Mal, vorletztes Mal haben wir unseren Eispalast abgehakt. Dann haben wir ja so gut wie den Wassertempel abgehakt. No. Okay, der Leuchtefisch ist hier weg. Die sind wieder voll festgebackt irgendwie. Ah ne, der Leuchtefisch ist nur weggegangen. Okay. Ich meine, das, was ich da sehe, sieht gut aus, aber... Sieht sogar ziemlich geil aus, aber... ja. Ich meine, dadurch, dass hier alles festgebackt ist, kriege ich das auch komplett ohne Imhotep hin, ne? So. Und auch ohne Heinrich. Auch Heinrich ist noch meilenweit entfernt. Ich hoffe nur, mein Schwert hält durch. Ja gut, da muss Imhotep kämpfen. Wenn er da ist, dann könnte er, kann er das auch tun. Gucken, wann der festbackt. Motiviert scheint er jetzt. Achso, war's schon. Ja, das war's schon. Dann gucke ich mich hier mal um, ob hier irgendwie was Schönes ist. Dann spare ich mir den Kampf nämlich. Oh, hier ist was. Dagons Odem habe ich gelernt. Was auch immer Dagons Odem ist. Oh, hier ist noch ein. Aber vielleicht kann ja was Tolles. Ja, aber ich gehe hier raus. Ich habe das gelernt. Hier sind keine Kisten. Ich spare mir den Stress einfach mal. Toll, dann hat er bestimmt ein super geiles Schwert und wir haben es nicht. Heißt das, ich soll ihn jetzt doch noch kaputt knüppeln? Es ist deine Entscheidung. Ja gut, dann knüppel ich ihn kaputt.
Aber es dauert ewig, bis ich den Tod geknüppelt habe alleine. Ja, dann lass es. Zur Not gehen wir zusammen da nochmal hin. Okay. Also, wenn Imhotep nicht einfach abgehauen... Oh, da ist er ja. Ja, ich meine, vielleicht gibt's... Imhotep geht im Wasser verloren irgendwie. Ja, weil die nicht schwimmen können. Nee, wenn ich im Wasser bin, ist er da. So, Imhotep, komm mal mit. Also außerhalb des Wassers ist er nicht da. Ja, der kommt nicht aus dem Wasser raus. Aber Imhotep, du Flasche, ey. Junge, was machst du denn da unten? Ich brauch dich da oben. Komm mal mit hier. Der kommt nicht aus dem Wasser raus, der Idiot. Ich muss jetzt nach rechts tauchen. Zu hoch. Imhotep. Was wir aber auch nochmal machen müssen, finde ich, ist das Reisejournal abarbeiten. Oh ja. Oh ja. Einen Feind in die Falle locken, habe ich noch nie gemacht. Eine Rüstung modifizieren, hast du das gemacht? Nein. Okay. Schriftrollen. Hm. Man sollte vielleicht mal zuhören, was der da so labert. Jo, mach mal. So, was bist du für einer? Nur für Info, ich bin schon im Dschungel, ne? Och, Imhotep ist schon wieder nicht mitgekommen, ey. So ein Dödel. Imhodödel. Alters lemurianischer Aloe-Extrakt. Ah, der ist auch wieder festgebackt. Dann gehe ich mal weiter. Ist ein bisschen ärgerlich. Also, erstens, dass hier unsere Begleiter nicht rauskommen aus dem Wasser. Und auch, dass die Kämpfer, also die Gegner hier so ein bisschen... doof sind. Ja, so... Weil das nimmt so ein bisschen auch so die Herausforderung einfach weg. Das ist so wie früher, wenn man den God-Mode aktiviert hat. Ja. Anfangs freut man sich, dass man alles zerkloppen kann, aber... Oh, das war's, glaube ich, auch schon tatsächlich. Also würde ich jetzt tatsächlich in diesen Dungeon da noch gehen, den wir noch nicht ganz fertig gemacht hatten. Also nach rechts statt nach links. Ach so. Je nachdem, was ich jetzt hier finde, kannst du ja, wenn auf der rechten Seite die Dinger auch nochmal abtauchen. Mutter kommt wieder nicht mit. Um dir einfach anzuschauen, also dass du auch die Rezepte einfach lernst. Oh, aber... Oh, hier ist, glaube ich, der Schalter. Für die Gefangenen. Aber die Gefangenen... Also hier ist... Oh, Imhotep ist da! Ja, Imhotep, greif den mal an. Erledige den mal für mich. Also hier ist irgendwie ein Schalter. Ich weiß nicht, ob ich ihn betätigen kann. Ich werde es gleich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil bei den Gefangenen auch ganz viele Truhen sind. Ja, das dachte ich ja letztes Mal. Vielleicht lohnt sich allein das. Mhm. Sind die bald in 5 Minuten am Hafen. Geilo. Wenn ich hier richtig laufe. Verhuste dich nicht.
Naja, ich trinke nur einen Schnauze Schluck. Hier, verdammte Axt. Scheiß Gorilla. Sonst warte ich noch kurz, bis ich die Gefangenen freilasse, bis du da bist. Ja, das wäre cool. Ich glaube, ich muss jetzt nur noch, glaube ich, rechts die Treppe hoch und dann bin ich direkt am Hafen. Muss ich zum Bötchen laufen, dann bin ich bald da. Wenn du willst, kannst du ja ein Bier holen. Ja, Imhotep macht das ja. Ich guck mal, ob wir Bier da haben. Dann switchen wir an der Stelle wieder zu Heinrich aufs Bild. Genau, wo war das Boot? Ach da. Ah, ich bin fast am Boot vorbeigelaufen. Oh, versunkene Stadt. Hallo. Nein. Nee, kein Whisky. Das Wasser wäre dann gut oder irgendwas zu trinken. Ich kann nicht interagieren. Er macht da gerade nicht hier. Ist das voll doof? Ich will jetzt weg mit dem Boot. Zur versunkenen Stadt reisen. Ja, gib Gas, Junge. Ja. Ich weiß nicht, wo meins ist, aber... Ja, er lässt mich nicht in die versunkene Stadt. So macht das Spiel keinen Spaß. Du hast ein neues Talent gelernt, Bruder. Aber es hilft mir trotzdem nicht, weil er mich nicht... Ah, jetzt... Ach. So, Imhotep hat doch in der Zwischenzeit den Fischtypen getötet. So, 50.000 Mal draufgehauen. Imo-Fisch. Gut, dass der festgebackt war. Also, es war ja schon recht riskant. Ach, halt doch die Klappe. So, dann warte ich hier am Eingang auf Heinrich. Ja, ich laufe jetzt hier an diesem Vogel im Tempel vorbei. Schönen Tag euch. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Hier am Arsch. So, wir haben doch keine Zeit. Heidi ho, du scheiß Pisser. Achso, ich hab die Maske nicht aufgesetzt, oh, das ist doof. Rechts gleich, ja? Ja, also ich weiß nicht, ob du zu mir erst kommen willst. Ja, weiß noch nicht, wo du bist. Ja, du wirst wahrscheinlich sowieso erstmal rechts kurz reindüsen müssen, um Luft zu holen. Ansonsten ist es der ganz hinterletzte. Rechts, 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 rechts. Ja, warte, das ist eine Truhe. Und... Och, Scheiße drin. Der da? Also in dem bin ich jetzt nicht drin. Ich bin jetzt wirklich in dem Dungeon drin. Ich habe die nur einmal kurz abgeklappert, um da die Talente zu holen. Der Dungeon war da drüben, ne? Noch weiter hinten. Aber du musst wahrscheinlich sowieso mal kurz zwischen atmen. Da kannst du schauen, ob du vielleicht kurz rein düsen und die Talente vielleicht lernen kannst. Bei meinem Glück sind die Gegner wieder da, ja. Ja, rennst du einmal kurz rein, schaust die Tafel an und rennst wieder raus. Den Großen hast du am Leben gelassen, ne? Ja. Der war festgebrockt. Hallo. Irgend so eine Odem habe ich gelernt. Ja, ja. Voll mechanisch hier, ey. Oh, das gibt Schaden, habe ich gerade gesehen. Oh, er lässt mich nicht mehr raus. Oh, ich glaube, damit kann ich das sehen. Nein, nein. Cool, jetzt spawnen die Gegner wieder. Nee, da war noch ein Kuchen, den habe ich gesehen. Ach so.
Als ist der nämlich an der Eingangstür gebackt, hä? Sesam, öffne dich. Tja. Soll ich sonst zu dir kommen und dich rausholen? Wäre cool. Das kann ich damit Jahre verbringen, den zu töten. Die Atemmaske noch aufsetzen. Nein, nein, du Schwuchtel, komm her. Und hilf mir. Ich fühle mich so allein. Mama. Ja, ich komm doch schon. Meine Atemluft reicht für den Weg. Ich versuche jetzt nämlich durchzutauchen. Ah. Jetzt weißt du auch, warum ich den nicht getötet habe, weil das allein einfach ewig dauert und nervig ist. Ja, ohne Nein, Nein oder so ist voll doof. Ich bin doch gleich da. Ja, aber der fällt jetzt. Den töten wir jetzt. Den Leuchtevogel hier. Oh, der ist ja noch nicht mal zur Hälfte rund. Oh, ich bleibe aber vorsichtshalber auf der Außenseite, dass ich... Naja, nicht, dass du hier das Tor kann. Und die sind beide eingesperrt oder so. Genau. Oh, ich mache Multitasking. Mit einer Hand kloppe ich, mit einer Hand mache ich die Flasche auf und gieße mir Wasser ein. Wow. Ich bin so ein cooler Typ. Witzig noch? Ja. Und nichts daneben. Und da müssen, bei dem müssen wir dann auch, wenn wir den jetzt schon zum Kopf, müssen wir auch dran denken, Genau. Also auch zu sagen, weil er hat diese tollen Schuppen und ich weiß auch nicht, wofür wir diese tollen Schuppen brauchen. Wahrscheinlich für irgendwie die Waffen und so. Ich guck mal. Wir wollen doch den Typen töten und nicht nebenbei gucken. Ja, dann guck mal. Ah. Odem von Dagon ist ein Trank, der die Fähigkeit unter Wasser zu atmen gewährt. Toll, dafür habe ich euch die Maske. Ey, er gibt nur Scheiße. Ey, wie ärgerlich. Der beseelte Aloe-Extrakt ist, glaube ich, ganz geil. Und das... Er hat eine Schuppe gegeben. So ein Arsch. Und dafür... Ach, das ist ein Wichser. So, dann gehen wir nochmal zu dem anderen, dass du auch das andere Rezept nochmal lernst, ne? Ja. Blub, 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 Power, blub, blub, blub. Blubbidi, blub, blub, blub. Ich bin schneller als der Fisch. Wow. Ich meine, mit der Atemmaske kriegt man ja so schon hin. Warum soll ich mir so einen blöden Trank basteln? Da auch wieder durchrennen und... Ja, da hinten rechts, der steht davor. Was ist das denn für eine komische Figur? Ach so, der ist behaart, okay. Ja, irgendwas mit Aloe-Extrakt. Können wir wieder. Oh, genau, das ist der besilte Aloe-Extrakt. Hau rein, bis der nächstes Mal. Der ist bestimmt besser als der, den wir momentan haben. Bestimmt. Ein besserer Aloe-Trank ist doch etwas Schönes. Ja. Sinnvoll. Absolut. Vielleicht heilt er dann die komplette Leiste. Das wäre sehr geil.
Wir werden das zu Hause evaluieren. Aber nicht mehr diese Folge. Nein. Jetzt wollen wir nur noch die Gefangenen frei... Hallo, Katze. Ja, die Gefangenen freilassen und töten. Ja, und die Toten. Genau. Genau. Ja, Mensch. Und jetzt ist auch Imhotep wieder da. Warte, der zählt sich jetzt gut. Ist der auf? So, hier ist nämlich so ein Schalterchen. Ja. Jo. Na, kommt. Wer will zuerst? Die da. Warte, warte. Ach so, doch. Greif mal an. Man könnte ja einfach annehmen, wenn mich Leute befreien... Dass ich mich darüber freue und die nicht angreife? Richtig. Könnte man meinen. Ach, guck mal, die gehen wieder zu. Das heißt, es sollte nur einer von uns reingehen. Dann gehe ich da mal rein. Ist ja keine Truhe. Oh, die nächste Truhe. Ja, doch, nein. Tja, also Eisenbahn, Steilbahren. Aber. Nee. Die nächste darfst du reingehen. Okay. Ich bleib hier, falls ich den Hebel wieder. Das ist gut, weil das. Oh, hier ist ein Kerzenstummel. Mitnehmen. Hab ich. Okay. Dann nehme ich den nächsten Raum wieder. Nein. Ach, da sind... Habt ihr eine Truhe hier? Aua. Ich glaube, die haben keine Truhe. Was? Die sind festgepackt. Stimmt, die haben keine Truhe. Ich finde nicht, dass wir uns mit denen aufhalten sollten. Dann lass uns weiter. Na, geh schon mal vor, ich betätige gleich den. Ach. Die in der Mitte waren noch da. Ja, ja, deswegen. Die sind motiviert. Die sind motiviert? Okay. Okay, er hält sich mehr. Ja, die Frau hat... Die Rüstung sieht irgendwie ganz cool aus. Die Frau hatte mich verwundet. Na. Auch wieder Scheiße, die man nicht so braucht. Ach, wenn man drin ist, geht es nicht runter. Gut zu wissen, ich bleib trotzdem draußen. Oh, hier, Gold, zwei Goldbahnen und Goldmünzen. Gehärtete Stahlachs, ist die gut? Boah. So, waren wir hier eigentlich durch? Ich weiß nicht, ob wir... Auf oh, nee, da hätten wir anscheinend auch noch woanders hingehen können. Ey, das ist ja aktiv hier, der Junge. Ganz ungewohnt. Der hat Bock. Wo er jetzt gegen die Mauer kämpft. Oh, böse Mauer, böse Mauer. Ja, ich sind nämlich auch noch, sind auch noch Gefangene. Hier wir sind irgendwie buggig. Nur minimal. Soll ich nochmal die Dinger aufmachen gehen? Mein Getreue ist aufgestiegen. Ja, kannst du gerne machen. Da, die da, die da. Haben die nicht einen eigenen Schalter, oder? Nein. Wie ätzend. Okay, der hat nix. Hier ist niemand, auch doof.
Der hat nichts. Na, dann raus hier. Und hier ist ein Fischkopf drin und der ist auch nichts. Okay. Dann können wir gehen. Hier hinten kommen wir dann wieder zum selben Weg, also zum... Ja, da müsste es irgendwo dann runtergehen. Ach komm, ich lass dich mal da. Back mal fest. Ich guck hier noch mal kurz. Ja, ich guck mit. Hi Jungs. Aber es sieht so aus, oder? Ja, ja, aber ich war mir nicht sicher, ob da noch was anderes war. Ne, hier ist nur noch da das zum Runterspringen. Okay, dann. Also gehen wir raus. Oh, du scheiß Pimmelwurm. Nein! Der Pimmelwurm verhindert, dass ich da nicht rauskomme. Ich lasse die Tür offen. Der Pimmelwurm hat mich festgebackt. So. Jetzt kommt es nicht. Okay. Oh. Los, Indy, komm! Ja, ich muss die Pimmelwürmer hier zacken. Indy! Indy! Ich komme! Nein! Das war's mit Indy. Ach, hi. Ja, dann sind wir durch hier, ne? So. Dann schwimmen wir jetzt an die Oberfläche und suchen uns ein Boot für den Heimweg, würde ich sagen. Jo. Jo. Das zeigen wir. Weil ich glaube, oben müsste ja ein Boot sein. Ich glaube, mit dem kommen wir auch nach Hause. Ich glaube. Also ich glaube nicht ganz zu Hause, aber ich glaube zum Hafen wieder. Ja, draußen. Warte, ich wollte hier nochmal gucken. Wo? Ach nee, hier ist nur leerer Raum. Okay. Oh! Nach oben schwimmen. Wir sind nämlich recht tief unten. Ich sehe auch schon das Boot, das wir nehmen müssen. Und da ist die Oberfläche. Boah, das dauert. Das ohne Maske, ey, wäre echt. Wirklich? Vor allem, ich habe keine Ausdauer mehr. So, hier war irgendwo ein Boot. Ganz am Anfang sozusagen. Ja, du siehst es nur schon. Ach, ich bin sogar hinter dir. Ja, aber das war doch mal wieder nett. Also abgesehen von der Tatsache, dass die Gegner echt übelst festgebackt waren. Also ja, es war dadurch jetzt sehr einfach, aber irgendwie hat das auch den Reiz genommen, weil es keine Herausforderung war. Ja, also nochmal muss ich das jetzt nicht spielen. Den Wasserpalast. Also vielleicht patchen sie den irgendwann mal wieder, aber... Das ist eine Tour. Aber cool, dass man auch so runter gucken kann. So. Ich habe jetzt nur die Eisfotos-Samen mitgenommen. Komme ich jetzt wieder zum... Dass man mit diesem Boot zurückkommt. Bin der Meinung, ja. Klettern nicht möglich. Jetzt sind wir wieder hier am Strand. Das wäre ja nervig. Weil ich glaube, so hatten wir es letztes Mal gemacht. Wir sind hier echt ganz blöd drumrum geschwommen einmal. Ja, ich glaube auch euch. Ja, vielleicht doch nochmal darunter hüpfen und durch die Portale gehen. Ja, ich glaube auch, das wäre die einfache Lösung gewesen. Sei denn, die Gegner werden wieder gespawnt. Ups. Ja,
Da liegt auf jeden Fall ein Boot. Ich hoffe, wenn wir hier weg sind, dass auch unsere Jungs aufhören, so buggy zu sein. Ja. Aber du bist weg. Ja. So, ja, auch da interagieren. Ja, ich interagiere. Oh, das ist nicht Emotep. Oh, nein, nein, funktioniert wieder. Nein, nein. Nimm das, du Gorilla. Verschnitt. Ja, dann gehen wir zurück zu unserer Dschungelbasis. Ja, und beenden die Folge, würde ich sagen. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar. Und ganz wichtig, sagt mal, schreibt mal ganz kurz, ob das auch so bei euch buggy war oder ob das erst seit dem Update so ist. Würde uns auch interessieren. Ansonsten, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.